Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Atlas. Ist leider jetzt schon wieder sich knapp ausgegangen mit den Let's Plays, daher kommen auch etwas, sag ich mal, hausumbaufreundlichere wie Spiele wie The Cycle. Kommt auch morgen, glaube ich, wieder. Ist ein neuer Patch raus, aber dazu später mehr. Wie ihr seht, habe ich brav gecraftet, einige Kanonen und gar diese Masterworks, die Mood Ceilings, aber die werde ich nur ganz oben verbauen, sonst verbraucht das. Mir fehlen jetzt noch Planken, aber ich beginne jetzt das Schiff mal, weil ich muss das dann kurz unterbrechen, werde das am Abend fertigstellen, aber ich muss da nochmal eine Cut reinmachen. Schauen wir mal, Lodge, Plank. Ja, die baue ich dann. Ich habe ein paar mehr Prozent, die würden auch gehen, dann brauche ich wieder wegen 2% mehr, brauche ich wieder. Oh, warte, das war ein Gamprot. Da gibt es ein anderes Rezept irgendwo, sehe ich gerade. Seh ich. Im anderen Kasten mit graue Planks. Die haben gleich 3% mehr als. Mit grüne. Die haben aber 3% mehr als die. Ich sollte nicht so viel denken, was anders denken, während ich rede. Okay, nochmal. Also, es gibt noch grüne, die haben 3% mehr als die grauen. Kosten aber von jedem Material 2. Und davon ist nicht mehr genug da. Und dafür fahre ich jetzt nicht eine Ausfahrt. Ich wollte ja nur mit speziellen Materialien überhaupt bauen, das Schiff, und das ist eh schon mal ein Teil davon, ist passiert schon, weil ich ja das größte Außen rundum eh mit die blaugrünen mache, und die da, das sind auch die 107%, sind grau, also auch special, aber eben nicht so special, wie ich es eigentlich gerne wollte. Soll so sein. Nehme ich das noch mit, jetzt schauen wir mal, jetzt beginnen wir das mal. Und dann geht's am Abend eine Runde, es kommt dann im nächsten Part, wo wir noch mit der Galon von Tarik, mit dem Tarik seiner Brick, der hat die umgerüstet, will mit für den Hai fangen, will mal Hai ärgern. Schauen, was da rauskommt. Möchte jetzt erst mal schauen, habe ich in die Kästen von letztens noch was drin? Geleck mich doch! Das gibt's ja nicht. Das ist hilfreich. Nervt mich jetzt. Das sind normale, ja gut, ich wollte. Nichts mehr drin. Da ist ja noch einiges drin. Das hilft. Na, gleich probieren. So, beginnen wir die Special Kampf. Galon. Tada. So. Ich werde das jetzt gerne mit Brachial ist ohne viel Nachdenken. Je so ungern. Werde ich da jetzt einfach mal die ganzen Planken darauf packen. Wo es hingeht. Alles. War das letzte hinten? Achso, unten ist es nicht, ja. Gut, stell dir nicht. Es hat übrigens einen Patch gegeben. Einen neuen. Der. Die Kästen haben jetzt zum Beispiel wesentlich mehr Platz drin. Man kann da jetzt so 100 Items reinpappen. Es gibt aus einem mir noch nicht ganz bekannten Grund auch eine Seife, die man craften kann. Wenn sie jetzt nicht unbedingt stinken einbauen ins Spiel, weiß ich jetzt nur gerade nicht, was ich mit der machen soll. Gibt's ja in Spielen. Man kennt es zum Beispiel von dem Dauer Alpha Early Access Spiel, wie heißt es? 7 Days to Die. Habe ich auch gern gespielt früher. War ich cool. Aber da gibt es auch im Geruch, da riechen nicht die Zombies dann mehr. Das ist halt die Frage, warum habe ich das hier? Oh, da kommt vielleicht noch was, wovon ich noch nichts weiß. So, die Reihe nach unten machen wir auf jeden Fall fertig. Ich habe noch 9, ich wollte die links, rechts gleich verteilen. Daher und unten gehen es da, glaube ich, eh nicht hin. Nope. Haben wir jetzt noch 7. Ja, 4 da, 3 da. Na.
hier. Durch die andere Richtung wäre schneller. Ja, das war's mal mit der. So. Gerade Zahlen. So. Jetzt komme ich aber auch gerade drauf, dass mir fehlen ja noch Gun. Scheiße. 1, 2, 3. Naja, haben die da was geändert, aber das sind ja immer so viele Gunpods. So deppert. Und nicht weg. Tja, das ist natürlich auch blöd irgendwie. Weil so viele von diesen Special Gunpods habe ich nicht. Da hätte ich zuerst schauen. Da mal ein bisschen bewegen kann. Gut, das heißt, nachschauen. Nachschub, nachschauen. Nachschauen wegen Nachschub. Nein, ja. So, ja, wie gesagt, ich habe da ja noch die Gunports. Aber ich will das. Das ist ja Schlag. Das nervt mich. Ich wollte das alles speziell bauen. Ich habe drinnen. Jetzt muss ich schauen. Sonst fahre ich, wenn man für das auch alles fehlt. Sonst fahre ich mit der Galon doch nochmal. Viele Bau. Medium, ne, die will ich nicht. Large. Scheiße. Da geht was nicht. Wäre jetzt da interessant. Dafür fehlt mir jetzt Thatch, eine zweite Sorte, und Wood, eine zweite. Nip. Jupp. Ah, da habe ich genug. Oh ja, da war ich ja letztes Mal ausfahren. Das habe ich da Ding auch. Einiges. So. Das Thatch ist, glaube ich, noch nicht alles umgeladen. Sieht vielleicht doch aus. Ich habe gewusst, mir fehlt noch etwas. Da war ich weg und dann bin ich. Ah ja, dann habe ich aufgehört. Dann habe ich aufgehört zum Ausräumen, weil ich in Tarek geholfen habe. Der wollte irgendwo losfahren. Letzter Part oder dazwischen das. Dann habe ich mir dann gedacht, glaube ich, oh, gleich beim nächsten Mal aus. Machen wir mal. Da war noch mehr drin. Thatch habe ich. Verdampft! Ein Klump. Okay. Dann muss ich jetzt nur wirklich nachschauen. Nervt mich jetzt. Aber gut, Tetch ist gleich erledigt. Da fahre ich zwei Grids irgendwo hin, Pause ab und zack, zack, bin wieder da. Weil die Gunports müssen schon. Es muss schon irgendwas Spezielles zumindest außenrum sein. Weil. Das geht gar nicht! Das Ding werde ich bis an die Zähne bewaffnet. Mit allem, was ich finde.
Alle Kanonensorten. Dann geht's noch los. Wir questen dann übrigens los. Nur gleich mal so als Info. Wir questen dann los. Und werden da die. Ja. Ja. Wir questen dann los und schauen, dass wir mal so U-Boot kriegen, dann Kraken und Dinge. Also da kommt in nächster Zeit einiges dazu wieder. Ja, ganze zwei kann ich machen. Wieder aus Fiverr, gell? Mein Wut. Unser Wut da. Nee, craft ihn mal. Nein, ja, passt. Ich dachte, ich war verpeilt. Ich immer dachte, ha, geht schwimmen. Ran. Halt geht. Jo. So wird es auf jeden Fall weiter rennen jetzt. Wird da fleißig bauen. Ich hoffe, die Galeonen aber auch schon heute oder so fertig zu bekommen. Zumindest mal gebaut. Die erste Kampfausfahrt wird sich ein bisschen leichter zahlen, weil wir ja am Abend was anderes geplant haben. Walfang! Schieb den Wal. Ins Meer. Jetzt sind wir auch bald Max-Level. Am Tarek ist schon. Ich auch, brauche noch Discoveries. Oder weiterkommen mal. Ein paar Sachen würde ich schon gerne. Habe ich auch noch einiges sogar. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt farmen gehen, weil liegt da eh noch so viel drin von letztens von meiner Farmkolonne. Werde ich dann wieder anwerfen auch heute im Plan. Schau mal, wie lange ich Zeit habe. Na. Tarek hat unabsichtlich in einem schweren Kampf gegen einen Alpha-Löwen unseren 71er Bären verloren. Da kann er überhaupt nichts dafür. Der Bär, der Alpha-Löwe hat ihn runtergehauen. Bär alleine kämpft, bis er wieder dort war, war es zu spät. Leider. Schade drum, aber ja, kann man jetzt nichts machen. Zwei. Irgendwie sind die Salze sehr cool, weil der Balken nicht steigt. Ich meine, bei dem da jetzt zumindest, weil er sich ausbalanciert. Das ist eigentlich recht geil, weil man hat überhaupt nicht das Problem dann irgendwie, dass man... Ah, es geht noch. Man hat überhaupt nicht das Problem, dass man im Balken ansteht. Dafür haut der irrsinniges Wasser rum. Klarerweise. Salz. So. Bevor ich das Gewicht nämlich rumzahle, verbaue ich es da irgendwo. So. Oh. So.
Werde die übrigens mit Handling Sails bestücken. Ich werde es mal mit 6. Ja. 2 Handling Sails probieren. Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach aus. Die crafte ich mal zum Spaß. Das probiere ich dann und dann sehe ich eh was da. Auch ausgleichen. Auch ein paar. Wie das? Wenn da fehlt sie ja noch wesentlich mehr, aber. So, jetzt ist das zweite Fiber weg. Da war aber auf meinem Schiff was. Ja, ich möchte nämlich eigentlich probieren, bei dem Schiff sah gar nicht auf Schnelligkeit, sondern eher, das muss nicht so schnell sein. Das liegt daran, weil ich will ja auch, wenn ich mit Tarik ausfahre und er nicht die Galone hat, die andere, die Mobile Base, sondern die Brig, dann ist die Galone natürlich schneller. Und das muss ich eh mal runterbremsen dann, dass wir da ungefähr gleich sind. Das heißt, es schadet nicht, wenn man Handling Sails hinbaut und dann, na, dann sind wir wenigstens gleich. So, da unten gehen ich keine. Ja. Ist eine da auch wohin gehen? Ja. Mal ganz hinten, mal geordnet anfangen. Hat sich auch schon mal besser gefangen, muss ich jetzt ehrlich. Sehr schön. So. Sales habe ich, glaube ich, keine speziellen, oder? Weiß es nicht, muss nachschauen. Alles nochmal rein. So. Fiber! Zweite Fiber-Sorte. Jute ist drin. Die, ja, da wollte ich ja sagen, die kann man ja unter Wasser auch zusammenfarmen. Silk. So. Alles will ich dann jetzt verarbeiten. Jetzt werde ich aber geschwind einmal eine Runde schauen. Jetzt gehen wir eben. Das Tätsch. Ja, das war's jetzt eh. Das Tätsch wird nicht reichen. Ich will aber nicht das Ganze da verbauen. Das sind 4.500. Gehen die hier nicht mal alle raus. Schade drum. Da rein. War ja noch etwas anderes. Nix, das Hemd habe ich da noch da. Hoppla. Da kann man da auch lassen. Stacken übrigens die auch viel höher jetzt rauf. Und man kann Sachen da reinlegen, die eigentlich nicht da reingegangen sind, immer wie Gunpowder in die Resource Box. So, auch eine schöne Änderung eigentlich, weil es erleichtert doch Sortieren von den ganzen Sachen. Jo, da ist jetzt. Da mal nach. Wenn er irgendwo mal die ganzen Rezepte verhungert. Schon länger nichts mehr zu essen bekommen.
Ah, ich schaue, dass die drauf gehen mal. Kanonen. Zwei Sorten. Das komische Cargo Rack, das mich interessiert. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, bei der Mobile Base wäre es sogar sinnvoll ranzumachen, aber ich glaube, das versuchen wir einfach. Da habe ich mit Tarek schon geredet. Das testen wir einfach mal aus. Finding. Graues Medium Sail. Das ist ein kleines. Medium. Medium. Weil die Sails sind allgemein ein bisschen nutzlos. Da habe ich da auch einiges reingehauen. Ja. Segel ist da auch nichts drin. Ne, da habe ich nur die Waffen und das alles mitgehabt. Und das werden wir mal ausräumen, wenn dafür mehr Zeit. Ja gut, dann fehlen mir jetzt Resources. Ich werde einfach mal. Ich werde da heute ein bisschen, wenn wir mit Tarek ausfahren, was mit Time nehmen. Mit die grünen Craft. Gut, dann kann ich jetzt eigentlich eh nichts mehr machen. Ich könnte mit der Galon noch schnell losfahren. Ja vielleicht gar nicht so mies. Ich habe doch auf meiner Karte. Ah, das sind die Flaggen, jetzt Ehrenzeichen, doch. Mal danach. Das ist jetzt immer, wo die Flagge steht. Sind dahinter, keine Ahnung, ob man das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ich schau gerade, ich habe da ja irgendwo schon mal Markierungen gesetzt. Ja, können wir Iridium zum Beispiel. Haben wir dann irgendwo der Tarek auch schon welche gehabt? Weiß ich wieder nicht, wo ich jetzt genau hinfahre. Das ist cool, die kleine Insel. Sieht man alles im Vorhinein. Praktisch. Das sehe ich es bei dem und da nicht. Bei dem auch, ja. Okay. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, wo der Wind hingeht. Fahr mal. Irgendwelche Türen offen lassen. Bin dann nämlich sehr speziell in die. Macht das wirklich super. Die Türen immer alle. Was hole ich mir? Holzsorte haben wir noch. Recht Tetch. Fiber haben wir auch noch. Ja. Tetch wäre vielleicht. Ich hätte nie geglaubt, dass mir das Tätschen immer so schnell ausgeht. Darf man gar nicht unterschätzen eigentlich. Schon lange keiner mehr was anbaut. Ja, genau. So. Wenigstens habe ich mich letztens schon so einparkt, dass ich so einparkt, dass das
Vielleicht noch was bauen, dass man leicht darauf kann. So, aber so einfach, dass ich gleich wegfahren kann. So, jetzt schauen wir, wo der Wind hingeht. Ja, ich glaube, der will, dass ich nach Süden fahre. Andererseits wäre es genau jetzt eigentlich besser, woanders hinzufahren, links oder rechts, weil ich will ja zurück auch wieder. Fahren wir nach rechts. Ja, fahren wir. Dann werde ich mir jetzt überall solche Marker setzen. Ich weiß, welche. Hallo. Das Hallo war jetzt nicht zu dem Ab. Der ja angeblich auch Sinn hat. Da gibt mir gleich einen Buff, wenn ich den rauf. Egal. Los geht's. Nee, lass. Sind die Wände recht langsam? Also, das ist halt immer die Frage da. Oh ja, Sextanten-Buff habe ich auch vergessen. Mal. Ich fahre ja nichts ganz Spezielles an, ich tue ja nur. Das Befischen ist übrigens cool. Das habe ich letztes gemacht, weil ich das wieder machen. Draufbauen. Nö, noch nicht. So. Schnell den Buff, bevor da vielleicht eventuell Ghost Chips oder ähnliches kommen und mir auf den Senken. Was? Grundlegendes ist erledigt. Gott, hält es nicht allzu lange. Aber. Das ist besser gemacht, ihm. Aber da wieder Double Weekend auch ist, wird auch wieder getaucht alles. Ich werde jetzt auch ein bisschen so diese Rumfahrten ein bisschen mit aufnehmen, weil mir fehlt, wie gesagt, ich baue gerade um, weil meine Frau, wie gesagt, ein Kind bekommt, habe ich eh schon öfter erwähnt. Und es ist dann nicht so viel Zeit mehr, dass ich da dazwischen jetzt so viele andere Sachen mache. Ich komme zwar zum Spielen, aber was der dann spielt, 2-3 Stunden nur farmen, dann, für den Arsch, kein Part, nix. Will aber schon, dass ungefähr, dass das Ganze wie ein roter Faden, also hintereinander, wie eine Story dahin zieht. Heißt so viel wie. Wäre so ein 3 Stunden Farm-Part, macht man immer was anderes dazwischen auch. Dann zusammenschneiden. Für eine halbe Stunde. Geht. Wir haben einen Grappling Hook gegangen. Fahr ich jetzt überall. Ganz da, wo ich hin will. Scheißegal, ich will ja nur rüber. Theoretisch kann ich auch noch auf. Ah, oh, bleiben wir gleich so. Komm mal dann. Nö, warte mal, ist der Wind wieder kacke beim Zurückfahren.
Egal. Ich sag mal ab, dass sich das hier dreht. Ah, ich Arsch. Ich hab die Giraffe nicht mit. Gut. Handfahren. Jetzt habe ich schon lange nur geskippt. Für all by tool. Nett. Nein, es ist schon geil, ja. Ist doch überhaupt. Aber jetzt mal. Mir fehlt nämlich da noch die Siege Studies filmen noch. Könnte ich sogar lernen, aber ich würde doch gern mal die Ambus können, aber die ist leider. Und den Speerlauncher. Das ist nur leider etwas weit. In den Baum. Da. Crossbow. Gut. Wurscht. Könnte ich, wobei. Ich habe letztens total in das Kochen rein geskillt, total. Also relativ. Weil ich das mag, die Croplot, die Riceps. Aber ich. Ja, leider. Das ist keine Punkte mehr. Gut. War nicht irgendwo jetzt ein Ding? Vorbei. Eine 60er Insel dort. Die werden wir anpeilen. So. Das Handfarmen dort erspare ich euch aber. Das wird dann beim nächsten Mal gemacht. Nein, im Sinne von nicht beim nächsten Mal. Das wird dann ausgeschnitten, weil das umrennen mit der Axt der Farm. Das ist, glaube ich, das Spannendste. Ärgert mich aber irgendwie schon. Ich habe vor extra noch gedacht, nein, das ist die Giraffe. Scheiße. Man kann wirklich die letzten Komma beim Speed rausholen, wenn man es genau parallel die Segel zum Wind dreht. Also die Symbole oben parallel mit dem Pfeil. Es ärgert mich auch, dass ich es bis jetzt nicht gemacht habe, überall markert es. Geht übrigens, wenn man M öffnet und N drückt nachher. In etwa M N
Company White muss man immer anhaken, weil sonst sieht der Tarek die Marken. Also, jeder in der Company, nicht nur der Tarek. Mein Timmylein ist ja gerade fort, der ist in Irland. Nichts mit Spielen. Schule aus. Wo legen wir denn da jetzt an? Das Eck. Einmal. Direkt drauf. Hoffen, dass wir nicht dagegen krachen. Zum Thema dagegen krachen, sollte ich jetzt einmal brennen. Seitlich nach Nord. Nein. Weil das aber gar nicht nach anderem Holz aus. Ne, da fahren wir halt weiter. Oh, da wird zeigt. Sehr zeigt. Hui! Schau mal! Na, ja. Alles an Fiber. Ja. Alter. Verhungern das etwas. Voll. Unser Fiber. Ah, unser Touch. Jetzt mal den Marker noch und dann kommt mal ein Cut. So, Marker. Ein bisschen Arsch zum Eintippen. Man kann ihm nämlich leider nicht sagen, nimm einfach die jetzige Position. Das geht nicht. So, nimm das, wo ich stehe. Ich hoffe jetzt 29 minus 43 Punkt 72. Nehmt's da, guter Tipp, eine grelle Farbe, dass es auf der Karte erkennt. Ein bisschen rüber, sie mag ja nicht direkt nebeneinander. Okay. So. Und die zweite Runde, sehr schön. Gut. In diesem Sinne geht es im nächsten Part weiter mit verschiedensten Sachen, die wir erwähnen. Wir werden auf jeden Fall Wal fangen. Aber ich werde auch da noch weiterfahren, dann nochmal woanders mal nachschauen, ob ich finde mal
anderes Thatch auftreiben kann auf die Schnelle. Ah, ein Grid nach links weit, also westlich. Müsste dann schon eigentlich soweit sein. Gut. Dann danke fürs Zusehen. Mit dem Kampfgalonenbau beginnen. Wir sehen uns im nächsten Part, der hoffentlich dann, wenn ich heute noch zum Zocken komme, auch schon gesichert auf der Festplatte ist. Und dann kommen auf jeden Fall wieder mal die Parts normal. Ein paar Tage lang dazwischen kommt das Cycle, weil auch Tarek das irrsinnig gerne spielt und das Spiel einfach. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt viel Spaß bei was auch immer. Schaltet es wieder ein und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und schaut euch mal Cycle an. Ist eine Mischung aus Farmen und PvP und Absturz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.